So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an auf der linken Seite Breakfast Nadu. Auf der rechten Seite Nick Fit Junt. Boah, was ein Play, ey. Was ein Game. Breakfast Nadu hat sich zu einem der stärksten Decks entwickelt aktuell in was wir aktuell haben. In Legacy. Es bricht gerade Magic Online ganz, ganz viele Rekorde. Wow. Ziel davon ist ja dieser Nadu, dieser Vogel. Dieser Gott? Genau, dieser Gottvogel, der halt irgendwie 3 Mana 3-4 ist und sagt, jede Kreatur hat, wenn sie getargetet wird, darfst du eine Karte revealen, wenn es ein Land ist, ins Spiel bringen, ansonsten nimmst du die Karte auf die Hand. Triggert pro Karte nur 2-mal. Mhm. Das ist halt dumm. Ziemlich, ja. Und diese Dummheit lässt Wizards uns zahlen, indem sie eine sehr, sehr starke Karte mitgedruckt haben. Denn wir haben Shuko, das haben wir letzte Woche beim Gameplay so ein bisschen spaßeshalber nebenbei so erwähnt. So, Shuko ist eine Ein-Mana-Equipment, das man für null ausrüsten kann und damit eine Kreatur targetet. Jo. Und wird ja auch schon in Cephalid Breakfast benutzt. Genau, und deswegen ist es halt ein Breakfast Nadu, weil es eben auch Cephalid Breakfast einfach ist. Ja, also Combo-Deck mit Card Draw Engine. Genau. Klingt nach einer Menge Spaß! Das ist auch eine Menge Spaß. Und auf der anderen Seite Nick Fit Junt. Nick Fit ist ja so eine ganz alte Shell mit Veteran Explorer und dem jetzt modern legalen Phyrexian Tower und Cable Therapies und Green Sunsenites und so. Good old basics. Good old basics. Und lustigerweise gibt es da ja jetzt auch eine Neuerung zu in Modern Rises 3. Und zwar die grüne Flare. Och, jo. Und mit der grünen Flare kann man halt, ui, da ist der Gott, da ist der Break-Typ. Okay. Und man kann halt mit der Flare kann man halt eine grüne Nicht-Token-Kreatur opfern, um sein Deck nach 2 Ländern durchsuchen, 1 Karte ins Spiel zu bringen, die andere auf die Hand. Mhm. Und das kann man halt sehr gut mit dem Veteran Explorer machen, der halt sagt, wenn er stirbt, kriegt man 2 Basic Lands. Ist die Flare instant? Ich glaube es auch. Okay, macht's nicht ganz so broken. Okay, End of Turn wäre das halt auch einfach dumm. Naja, du legst den Dude, du opferst damit den Dude, ja, und gehst in Turn 3 mit 1, 2, 3, 4, 5 Mana. Ja, safe. Ja, ja. Safe 5 Mana. Das halt. Das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Hm. So. Jetzt haben wir hier. Das ist wirklich dreifarbig mit dem Schwarz-Splash noch dabei. Aber ohne Jorion. Ja, wenigstens etwas. So, jetzt haben wir da schon Tassas Orakel. Jetzt ist die Frage, spielt das Deck 2? Auf der anderen Seite, Stadtdeck spielt Brainstorm. Ja, aber es bringt ja nichts, das Ding abzuwerfen. Die wollen das ja am Friedhof haben. Ach so, stimmt, die wollten das Oracle ja am Friedhof haben. Die wollen das im Friedhof haben. Genau, man spielt jetzt den Veteran Explorer, nimmt dann als Veteran Explorer. Boah, ich wäre wahrscheinlich sogar dabei, den Cephalid einfach zu nehmen, weil er einfach zu gut ist. Jupp. Ist am Flashback. Besten. Dann suchst du vor allem die Base, die Dinger. Ja, da suchst du jetzt erstmal Basics raus. Nee, erst hast du eine Karte. Stimmt, ja, weil der Spell erstmal resolven muss. Ja. Da ist ein Brainstorm. Ui, Brainstorm gezogen worden. Free Shuffle. Nice. Auf der anderen Seite ist auch ein gezwungener Shuffle, oder? Ja, ist kein May. Ja. Aber da würde ich sowohl den Cephalid als auch den Nadu auf der Hand behalten. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe, wurde da gerade der Encore gezogen, der auch für null einfach die Kreatur targeten kann. Ja, und auch im Gegnerzug. Ja. Das ist halt auch dumm. Das ist richtig dumm. Und dann kannst du theoretisch, wenn du 2 Kreaturen liegen hast, also den Encore und den Nadu, jede Runde 4 Karten ziehen? Ja. Oder halt Länder droppen? Ja. Oh Gott! Also 3. Faires Magic. Hier wurde nur ein Basic Land gefunden. Das ist natürlich der Traum eines jeden Nick Fit-Spielers. Der wird gerade feucht in der Hose. Da darf man jetzt 2 Basics finden, grün und rot. Man hat, glaube ich, noch einen Turm auf der Hand, wenn ich es richtig gesehen habe. Ein Tower? Ja. Oh, man hat noch kein Land gespielt, stimmt. Träumchen wäre jetzt natürlich ein nächster Explorer.
Tower. Zeug. Hm. Das finde ich immer so lustig. Das ist halt wirklich so eine, Toolbox-Kiste. Und du weißt nie, was da rausspringt. Genau. Oh, man hat 2 Encores. Ui, das war aber greedy, 2 Encores zu halten. Oh. Da, wenn der jetzt noch ein Cable kommt für Encore, ist halt echt um. Da ist echt vorbei. Ist das ein Green Sun Zenith ganz oben? Oh, das wäre gut. Den kann man auf jeden Fall den Veteran holen. Den nächsten Veteran, dann Phyrexian Tower. Genau. Beanstalks. Spannend. Okay, was ist das? Land? Wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Oder ist das ein... Nee, das ist ein Outboarder Tower da. Ja, ist ein Outboarder Tower oder ein Forest, den man hier spielt. Manuel, was spielst du da? Kannst du dir nicht sagen. Hm. Ja, okay. Jetzt ist halt nächste Runde Fitch. Beim Gegner Safe, Encore und Nadu. Das ist halt schon mal ätzend. Fetch für Dryad. Ja. Okay. Aber das ist halt irgendwie... Das rettet dich halt nicht, wenn du nicht irgendwie hier Dingedöns hast. Wie heißt es denn? Endurance. Hm. Ah, da ist ein Endurance. Nee, ist nicht. Das ist Baumaster. Ist um. Das ist um. Über den Naru-Weg geht man. Um halt die Ding zu umgehen. Target ihn selbst. Um was der Karte aufdeckt. Ein Land ist, kommt ins Spiel. Wenn es kein Land ist, geht es auf die Hand. Land kommt ins Spiel. Dann Target sich selbst. Der Target läuft übrigens so, dass er dass diese Kreatur für 0 Mana den nächsten Schaden von einer Kreatur auf eine andere umlenken kann. Hm. Und ja, das ist gut. Das wird gefetcht und gefetcht. Wahrscheinlich für 2 Souvelländer oder für 1 Souvelländer. Vielleicht ein Ponder. Okay, Ponder, stimmt, man kann auch pondern. Oder den Dude für Combo. Boah, ich bin gerade so froh, dass der da hier so irgendein Landscheiß noch drin hat. Hier Field of the Dead oder ja, so. Ja, nee, man kann hier natürlich jetzt auch einfach für die andere Combo gehen. Och Gott, leck. Erstmal den Trigger haben zum Aufdecken, dann 3 Karten millen. Dann 3 Karten millen. 2, 3. Das ist ein Nakomöbe. Lucky. Dann target man ihn nochmal. Da hat man nochmal den Effekt von dem Nadu. Noch ein Brainstorm. Dann 1, 2, 3. Och Gott, ein Yoda triggert ja jetzt. Dann targetet man die Nakomöbe. Zieht. Target die Nakomöbe. Zieht. Man kann den Nadu noch targeten. Ja. Das ist ja jetzt witzig, dass du mit den Encore, also wenn du den Cephalid targetest, hast du ja dann 2 Trigger auf dem Stack. Ja, genau. Oh, was ein räudiges Zeug. Nee, das ist ganz großartig. Da kommt ein Ding, dann geht man weiter auf den. 2, 3. Ist halt noch ein Force auf der Hand. 3. Also, da geht man jetzt einfach nur safe durch, bis das Tassos Orakel ist und dann macht man den Rest ja, um. Ja, man hat es ja aber auf der Hand. Ah ne, man hat ja vorher einen Brainstorm. Ah. Ja. Plus halt, wie gesagt, da ist noch das Force auf der Hand, da passiert halt nichts mehr. Ja, passiert jetzt nichts mehr. Sick. Sehr schön gezeigt, warum Nadu dieses Deck nochmal ein bisschen stärker macht. Krass. 1-0 für Breakfast. Jetzt wird's natürlich spannend. Was haben die Decks drin? Was können die Decks wirklich machen? Aber bevor wir dazu kommen, einmal Werbung. Vielen Dank an meine Patrons, an alle meine Patrons, aber besonders natürlich die hier aufgeführt werden. Die Talia Supporter Level, die Talia Plus Tiers und meine beiden YouTube-Member, die den höheren Betrag eingegeben haben. Ich habe auch noch ein paar mittlerweile, die den niedrigeren haben. YouTube-Membership ist aktuell so ein Ding, habe ich das Gefühl. Und ja, vielen Dank dafür. Vielleicht wollt ihr mich auch unterstützen. Könnt ihr mal nachschauen. YouTube-Membership oder Patrons. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. Und wir gucken jetzt mal weiter im Match. Sideboarding? Leylines. Graveyard halt irgendwas. Ja, bei Nickfit halt ist halt Leylines. Das Problem ist, dass Leylines halt einfach nicht mehr so gut sind. Nee, irgendwie ja nicht.
Und der spielt ja selber wahrscheinlich auch Endurance. Ist halt die Frage, ob man jetzt dann eher sogar da... Okay, ja, oder auch nicht. Nee, also Leylands sind halt okayisch, weil sie halt einen Teil der Komma aufhalten. Mhm. Aber sie müssen es nicht. Ja, das stimmt. Und again, Cable Therapy. Nomad ansagen? Cephalid? Ich würde hier tatsächlich den Nadu ansagen. Ja, hättest Nadu angesagt, weil halt man hat jetzt den anderen Breakfast abgeschaltet. Also den normalen Breakfast-Win, der ist abgeschaltet. Und nur der Nadu kann jetzt noch groß was machen. Und da will man jetzt den Nadu aufhalten. Boah, was hat man denn dann angesagt? Shuko. Shuko Force? Shuko Force, ja, irgendwas in der Richtung. Da ist ein Beanstalks. Beanstalks finde ich mir noch eine spannende Entscheidung. Ich habe noch nichts Dickes in diesem Deck gesehen. Tatsächlich Green Sun, der Typ, der fightet. Der Warlock. Der ja. Warlock kann fett werden. Da waren ein paar Sachen drin, die den triggern. Ja. Aber irgendwie... Minskobo hat ja auch noch 4. Ja, was der 5? Der haut halt aufs Maul. Das ist richtig, der haut ziemlich schnell aufs Maul. Darum ging's mir. Der haut ziemlich schnell, ziemlich gut aufs Maul. Da kommt der Nomad. Heißt, nächste Runde hat man theoretisch, wenn man noch ein Land hat, die Draw Engine. Auf jeden Fall wird hier gefightet. Oh, und Shriekmaw. Shriekmaw macht natürlich Kampf. Ach, jo, stimmt. Und die Evo-Kosten sind ja... Ach du Scheiße. Shriekmaw, ja, ist ein Ding. Ist eine coole Idee. How to draw cards. Aber das ist ein Baumaster. Wahrscheinlich auf den Baumaster gehen. Jo. Baumaster, bam. Schießt man den ab. Kaputt. Gute Karte. So, dann hat man auch die Draw Engine ein bisschen eingestampft. Hm. Ja, aber es ist schon... Das Problem ist, dass Nadu ja nicht drawt. Der Nadu deckt auch noch oben auf. Ach, der put into hand. Genau, oh. Und der puttet die in hand. Ich glaube, es gibt keine Karte, die oben aufdeckt und dann sagt, zieh die Karte. Boah, willst du den wirklich spielen? Ich glaube, den willst du wirklich nicht spielen. Den Nadu? Nee, der wollte gerade den Cephalid spielen. Der übrigens kein Cephalid mehr ist. Stimmt, der ist jetzt ein Squid oder Octopus, glaube ich. Octopus, Squid, irgendwas in der Richtung. Fassas Oracle. Hardcast. Für alle, die sich wundern, warum wir diesen random Beitrag gerade gemacht haben, ganz viele Kreaturentypen wurden mit MH3 erratet. Yep. Es gibt keine Naga mehr, sondern nur noch Snakes, was ich großartig finde, weil jetzt eine ganze Leute mehr Snakes haben. Jo, das stimmt. Für Snake Commander. Was war noch? Boah, ja, die Cephalids und... Es war irgendwas Drittes noch. Auch irgend sowas normal, was normale so Fantasy umschreibt, was man jetzt aber dadurch ein bisschen... Ja, wird wahrscheinlich alle von den Älteren gewesen sein. Ja. Irgendwer wird es in die Kommentare schreiben. Ist da immer so. Gut, da wird es Surveil gefetcht und dann wird dieses Orakel im Board finde ich halt irgendwie weird. Ja, it's this time of the game irgendwie. Also passiert auch nicht so oft. Ich will ja gerade überlegen, ob der Cephalid-Spieler, ja okay, klar, der kann auch irgendwie die Leyline loswerden und dann noch gewinnen über die Combo. Ja, aber also er muss auf jeden Fall zwei Leyline spielen, sonst ist es halt zwei von den Tassas spielen. Ja, stimmt. Oder die andere irgendwie noch einen Grave kriegen. Ja, die wird jetzt gefightet. Wahrscheinlich. Dann ist die nämlich schon mal weg. Ja, der Typ kann halt auch für 5 kommen, also für CMC 5 oder mehr. Ja. Was Mana Value. Das gute Mana Value. Ja, ja. Du mich auch wissen. Ja, da geht das erste Orakel raus, damit Karon für 2. Boah. So ganz langsam. Swords den Beatdown Bowie.
Da schenkt man nochmal ein Leben. Ja. Geht jetzt. Hier ist ein Leben sogar noch runter. Ja. Hier nicht gefälscht. Nee, man hat noch nicht gefälscht. Ah, oder? Stimmt. Der Baumeister hat einen Loot geschossen. Ja, stimmt, der hat den Encore geschossen. Tropical ist gut. Einmal in Nadu. Weil das Spannende an Nadu ist ja, selbst wenn der Gegner ihn removed, kriegt man erstmal Value daraus. Stimmt, weil er wird getargetet. Genau, ja, außer das Opfern. Target Player Sacrifices, genau. Das ist so der einzige Workaround, den man haben kann. Oder Each Opponent. Ja, genau. Ansonsten, ja, du kriegst auf jeden Fall mindestens einen Trigger raus. Das war, boah, der mit Karakas, oh Gott, der ist ja auch noch Legendary. Mhm. Kann aber dazu führen, dass Karakas halt wieder mehr gespielt wird, zum Glück. Weil Karakas ist ja sehr hart auf Favor gefallen. Das Spannende daran ist einfach, dass man damit halt endlich bei dem guten Leovold, ja, dem Gegner halt einmal Value gibt, den dafür aus dem Weg räumt und dann gib ihm. Yes. Ich glaube, man fällt rein. Man zieht eine Karte. Ja. Dann Shriekmaw. Shriekmaw sagt, wenn er ins Spiel kommt, kann er nicht schwarze, nicht Artefakt-Kreatur zerstören. Und wird danach geopfert. Dann Trigger den Nadu. Mhm. Land. Dann Karakas, Trigger den Nadu. Oh, Junge. Oh, Junge. Aua. Oh, Junge. Da hat man sich fast schon sein eigenes Grab geschaufelt. Das ist Hammer. Das zwei Sagas hintereinander. Waren die mit Setup? Nee. Ich glaube nicht. Boah. Außer man hat echt scheiße gemischt. Ja. So, da ist auf jeden Fall noch ein Explorer. Und nächste Runde den Green Sun sind für X gleich 5. Ja. Der kann viel finden. Da ist schon eine Cable. Ja, die hat man ganz am Anfang genutzt. Stimmt, die war ja immer noch. Mehr Trigger, da. Mehr Länder. Mehr Länder, mehr gut. Forest. Wie viele Basics sind denn da drin? 5, 6. Echt eine Menge. Man hat noch gar nicht so viel Forest drin. Und auf der anderen Seite mit Nadu Breakfast hier natürlich nur ein paar Basics. Ja, drin. Das werden so 2 maximal sein. Ne? Ja, 2, ja. Maximal 3. Und ja, wie gesagt, hier Nickfit. Wir haben die Flair noch nicht gesehen, leider. Aber auch das sehr, sehr stark, auch im Late Game immer noch. So, jetzt kann man für 3 Theorie. Es wird geforced, damit man den Nadu auf der Hand behält. Ah. Exile, der geht ins Exile. Exile, der geht ins Exile. Ja, stimmt. Ja. Spielt man jetzt den Green Sun einfach? Nee, du willst nicht ohne die Karte damit ziehen. Go big. Ich weiß nicht, was er drin hat, aber du willst nächste Runde die Karte damit ziehen. Ja. Okay, bis auf die Tatsache, dass der Dings noch im Grave wäre. Nicht im Grave wäre. Am Hauen für 4. Boah, die USA-Sagas sind halt jetzt echt ätzend. Genau. Ich weiß halt nicht, ob. Früher hat Nick Fit tatsächlich relativ häufig Pernacious Deed gespielt. Ich weiß nicht, ob diese Liste auch Pernacious Deed spielt. Wenn ja, könnte das halt noch so ein The Way Out sein. Könnte Sideboard-Option sein. Genau. Green Sun für X gleich 2. Okay. X gleich 2. Interesting. Was kann denn da kommen? 2 wirkt weird. Ah, Collector-Uf. Ja, aber die schaltet doch nur Artefakte ab. Ja, aber zumindest schon mal die Schokos. Ja, wenn man jetzt nichts Größeres zum Finden hatte, macht das sogar Sinn. Ja, aber man geht jetzt einfach auf Konstrukte. Ja, klar, Beatdown. Also das wird jetzt halt hier gleich richtig widerlich, wenn da gleich 6-6er liegen. Ja. Das kann das Deck halt auch mal passieren. Das vergessen halt viele, dass diese Combo-Decks mittlerweile so gespickt sind mit so potenten Karten, dass man halt sagen kann, hey, ich gewinne halt einfach trotzdem. Und zwar auch ohne Combo mittlerweile. So, du brauchst 4 Mana, um die Dings aktiv zu halten. Das heißt, du machst einfach Go in der Theorie. Ja. Kannst dir es erlauben. Ja, easy erlauben. So, du hast nur Force, das Speed wäre schwierig. Da hast du genau.
Claws of Force plus Fitch für. Okay, du willst den Nadu. Weird Entscheidung. Okay. Das ist wirklich strange. Hm. Aber okay. Go, sagt er. Okay, macht ein Konstrukt weniger auf jeden Fall. Genau, macht ein Konstrukt weniger, macht die dann halt so 5-5 waren. Da ist dann Go. Wollte ich gerade sagen. Oh Gott, sagen, ja. Behalt die Herald Karakos. Wunderschönen Token. Und dann, wenn man enttappt, noch mehr Token. Zwei Stück, um genau zu sein, wenn man will. Wenn man zieht ja frei die Karte, das finde ich bei Ursas Sage so sick. Ja, du kannst dich schön erstmal gucken und dann entscheiden. So ein Land, glaube ich. Dann Nahkromöbel, okay. Hier willst du auf jeden Fall. Brainstorm. Brainstorm für einen Free Shuffle. Kann man machen. Das ist. Opposition Agent. Den willst du, glaube ich, forcen. Gut, den musst du forcen. Tja, dann geht der auf jeden Fall. Dann kommt der Brainstorm. 1, 2, 3. Swords, Ponder. Force, willst du das Ponder behalten? Swords. Okay. Dann macht man noch einen. Mindestens einen. Ich würde wahrscheinlich sogar zwei machen. Kannst auch eh nichts mehr mit einem Zug machen. Diese Googly Eyes auf den Token. Alter, ja! Das ist einfach großartig. Du machst es nicht tatsächlich. Du machst den letzten ersten Resolven. Aber man hat doch keinen Mana. Selbst wenn man Mana Rock hätte. Dann floatet man Mana und den Schoko. Spannend. Man valued den Nadu sehr, sehr hoch. Was hat man denn? Ach, man hat zwei Schokos drin, okay. Ja. Aber der Swords macht halt jetzt den Collector-Uf kaputt. Stimmt, ja. Und dann ist es wirklich. Dann geht ja. Man halt in die. Dann wird's widerlich. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Stimmt. Draw 6. Ja. Und dann fängt man an mit Target. Ich zieh mal hier, ich zieh mal durch, ich zieh mal dran, oder? Target 1, 2, dann Target 1, 2. Der zieht sich Target jetzt einfach die Hand voll. 2. Das ist eine gute Runde gewesen. Boah, ist das widerlich. Der hatte nichts. Der hatte eine Handkarte. Nee, nicht mal. Ja, das Swords. Ja, ist richtig. Stimmt. Tja. Oh. Was wird hier genommen? Das Grüne wird genommen. Dann wird Brainstorm wahrscheinlich dann weiter gefetcht. Ja, Brainstorm fetcht. Dann hat man Ponder noch offen. Der ist so dumm. Oder kann man jetzt gewinnen? Ja, maybe, je nachdem, was man halt macht. Ja, ich würde jetzt ein Brainstorm spielen, um mich ein bisschen abzusetten. Ja, nächste Runde bist du halt safe durch, ne? Ist die Frage, ob mehr als ein Tassas Orakel drin ist. Ja, das ist die große Preisfrage. Und, ja, stimmt. Und du musst halt noch die Leyline wegkriegen, ne? Das ist auch noch so ein großer Fall. Ne, du kannst einfach durch dein Deck ziehen. Mit ja, Nadu. Ja, dann brauchst du auch immer noch ein Tassas Orakel. Ja, du brauchst ein zweites Tassel, das ist korrekt, richtig. So, noch eine Ursache. Das geht natürlich auch als Beatdown-Plan. Hat man ja noch nicht genug vor. Ja, sehe ich ähnlich. Jetzt könnte der Nadu theoretisch sogar noch hauen, aber macht er nicht. Wird gefetcht. Ich kann sagen, man kann hier einfach irgendein Land nehmen. So, das sind 5 Vierer, richtig? Also wenn beide equipped sind, sind es 5 Vierer. Stimmt, die gibt ja. Return. Ach, das ist Schmutz. Red Return, Nakromöbe und
Und weiß ich so nichts. Mir fällt der Name schon wieder nicht ein. Prismatic Ending. Prismatic Ending, ja. Uiuiuiui. Jetzt ist halt jetzt richtig ätzend. Ja, dann sagt man go. Puh, und draw. Upkeep. In deine Upkeep. Target. 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 So. Dann mach mal deinen Zug. Draw 8, ey. Ja. Also, Draw 6 so und dafür so noch zwei Länder. Jetzt muss halt irgendwie ein Removal für den Nadu kommen. Das ist eigentlich schon. Der hätte schon viel früher kommen müssen. Force of Negation dafür. Ja, kannst du dir leisten. Das ist halt, rum. Krass, 2-0. Krasse Leistung von Nadu. Man sieht hier richtig, wie gut diese Karte ist. Und schade, Nick Fit nicht ganz aufgegangen. Aber ist ein sehr cooles Deck, auch das. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.